Herzlich willkommen beim Mürztal aktuell, meine Damen und Herren. Gestern noch Sonnenbaden, heute Schnee riechen. So präsentierte sich die Wettersituation in unserer Region. Eine geschichtsträchtige Stadt wird 30 Jahre alt, Umwelttechnik auf höchstem Niveau und weltweit bekannt, ganz in unserer Nähe. Und die Bürger werden uns sagen, was sie vom Rettungsschirm halten. Drei Jahrzehnte ist es her, dass Kindberg zur Stadt erhoben wurde und das wird am 22. September nostalgisch gefeiert. 30 Jahre Stadt gibt es heuer zu feiern und da haben wir ein besonderes Fest, das Sumpfbaumfest, das es auch vor 2 Jahren schon gegeben hat, anlässlich der 60-jährigen Feier unseres Sumpfbaums, heuer 30 Jahre Stadt. Und auch vor 30 Jahren war bereits ein Umzug mit historischen Gewändern. Die Werbegemeinschaft, Stadtgemeinde und der Tourismusverband machen das auch heuer wieder. Sie werden in historischen Gewändern auftreten. Es wird ein schönes Fest für Kinder mit Schafscheren, natürlich Animation für Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen. Da gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus einer früheren Zeit, natürlich bis heute. Und was mich ganz besonders freut, wir können an diesem Tag auch einen Brückenschlag zur Zukunft machen. Mit unserer Photovoltaikanlage erzeugen wir ja Energie und wir haben seitens der Stadtgemeinde Kindberg über das E-Werk ein Elektroauto angekauft und das wird auch an diesem Tag am 22. September in Kindberg um die Mittagszeit in Betrieb genommen. Wir kennen den Sonnenschirm, wir kennen den Regenschirm, kennen wir aber auch den sogenannten Rettungsschirm? Auf einem kleinen Streifzug durch Bruck haben wir sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Diese Begriffe, die sind nicht sehr bekannt der Bevölkerung. Man liest es immer wieder, aber was das wirklich genau ist, das weiß man nur sehr oberflächlich. Also damit eben diese verschuldeten, hochverschuldeten Länder aufgefangen werden finanziell, das weiß man. Aber die genaue Bedeutung kann ich Ihnen auch nichts darüber sagen. Und Sie meinen nicht, dass Österreich unter Umständen auch unter diesen Rettungsschirm muss? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich weniger. Das müsste schon sehr, sehr dumm hergehen, aber das glaube ich nicht. Sie hören immer wieder den Begriff Rettungsschirm. Was ist das eigentlich? Ja, Rettungsschirm, das ist, die, was da schlecht hausgehalten haben mit dem Geld, die kriegen da dann immer Geld von den Staaten, die das immer anständig gemacht haben, damit sie irgendwo mitgeschleppt werden, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht wird. Sie hören ja immer wieder und lesen immer wieder vom Rettungsschirm. Wissen Sie, was das ist? Rettungsschirm, ja, sicher weiß ich das. Für die EU oder nicht, die Staatenhilfe. Finden Sie das richtig? Ja, eigentlich schon. Ne? Wenn es auch manche nicht genug kriegen damit, ne? Aber was sollst du machen? Ne? Ja, keine, ich hätte gar nicht. Ey. Keine Rettungsschirm, ich kenne das. Heute Zeit ein Geisenwetter. Ich frage mich nur, wer uns unter Schirm eigentlich was zu mir? Wenn kein Geld mehr da ist. Ist nicht so? Dann kommt man kein Schirm mehr. Also, ich habe nichts davon. Was sagen Sie dazu? Nicht viel, weil ich finde das alles ein bisschen übertrieben und die ganze EU gehört von mir aus am Baum aufgehängt und den Baum umgeschnitten. Weil das ist alles nur Ausnehmerei und nur das Geld, unser Geld. Wo das hinkommt, wo kommt das hin, unser Geld? Weil so wie sagen, uns geht es gut, wir sind eines der reichsten Länder. Ich merke da nichts davon. Rettungsschirm, haben Sie sicher schon öfter gehört. Nein. Noch nie gehört, was damit ist. Was ist dieser Rettungsschirm in der Wirtschaft? Ich weiß es leider nicht. Keine Ahnung. Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Der Rettungsschirm ist, dass EU-Länder gerettet werden. Zum Beispiel Italien, wo es jetzt wackelt, oder Spanien, ne? Wird in einen Topf einbezahlt. Ich glaube, Österreich, wie viele Milliarden soll da einzahlen? Österreich? 19 Milliarden, na gut. Und dass man eben dann stützen die Währungen. Ne? Hallo Toni. Ja, und ist es so, Herr?
Oberhauser. Herr Oberhauser. Der geht auch nicht in Pension. Nein. Wenn bei einem Fallschirm der Notschirm nicht aufgeht, dann kennen wir das Ende. Unsere Welt ist unsere Umwelt. Und um diese lebenswert zu erhalten, dafür sorgen kompetente Unternehmen. Und noch eines, man kann in die Erlebniswelt Wirtschaft so richtig eintauchen. Und das vor Ort. Ein erfolgreiches Unternehmen stellt sich kurz vor. Was bringt die Erlebniswelt Wirtschaft? Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man der Öffentlichkeit die Industriebetriebe oder auch andere Betriebe zugänglich macht. Der Grund ist vielleicht auch der, dass man immer wieder hört, dass es eine gewisse Wirtschaftsfeindlichkeit gibt, auch in unseren Ausbildungsstätten. Die haben also teilweise noch das alte Industriebild mit den rauchenden Schornsteinen im Kopf. In Wahrheit ist die Realität eine ganz eine andere, gerade was die Firma Comtech zum Beispiel betrifft. Wir sind also im Umweltbereich tätig und tragen sehr viel zur Verbesserung der Umweltsituation bei und nicht das Gegenteil. Und ich glaube, das muss man der Öffentlichkeit auch begreiflich machen. Mit Produkten der Firma Comtech ist man weltweit erfolgreich. Richtig, also das ist sehr weit gesteckt von Solarenergie bis zum Beispiel Abfallbehandlung. Die Firma Comtech beschäftigt sich mit der Behandlung von kommunalen Abfällen und gewerblichen Abfällen. Wir haben ja zum Beispiel in Österreich oder auch in Deutschland eine Situation, dass Abfälle nicht mehr unbehandelt auf der Deponie abgelagert werden dürfen. Es dürfen nur mehr Reststoffe aus der Verbrennung oder aus der biologischen Behandlung auf die Deponie. Und das erfordert Behandlungsschritte, Zerkleinerungstechnik, Siebtechnik, Separationstechnik. Und das ist das Thema der Firma Comtech. Was bewirken Produkte aus Ihrer Erzeugung für die Umwelt? Es ist in Europa noch viel zu tun. Wie ich vorher schon gesagt habe, also die höchsten Standards haben wir im deutschsprachigen Raum, teilweise auch in Skandinavien. Aber gerade in den südeuropäischen Ländern oder auch in Ländern wie England und natürlich auch in den neuen Mitgliedsländern gibt es noch einen sehr großen Aufholbedarf. Leider muss ich sagen, dass die Griechen hier auch in dem Fall die schlechteste Performance aufweisen, was den Umgang mit dem Thema betrifft. Was geschieht mit jenen Umweltbomben, die noch in alten Deponien ticken? Wichtig ist, dass in der Bevölkerung Bewusstsein geschaffen wird, dass die politischen Entscheidungsträger von der Bevölkerung auch genug, sagen wir, Unterstützung haben, vernünftige gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und dass natürlich die Volkswirtschaft in der Lage ist, das auch zu bezahlen. Auf der anderen Seite, wir haben ja eine andere Entwicklung wie vor, sagen wir, 20 Jahren. Damals hat man von Müll gesprochen. Dann hat es eine Zeit lang gedauert, dann hat man von Abfällen gesprochen. Dann war eine Zeit lang der Begriff Stofflusswirtschaft populär. Und jetzt reden wir von Ressourcenbewirtschaftung. Das heißt, es wird also zunehmend darum gehen, die Ressourcen, die Rohmaterialien, die in den Abfällen stecken, zu nutzen. Eintauchen in die Erlebniswelt Wirtschaft, in diesem Fall bei der Firma Comtech in Frohnleiten. Für alle jene, die es genießen wollen, es ist ein Zuckerl für Interessierte. Im ersten Augenaufschlag, meine Damen und Herren, lachte uns heute früh nicht die Sonne, sondern der erste Schnee auf den Bergen entgegen. Die Temperaturen lagen um 7 Grad, später wurde es etwas wärmer. Morgen noch stark bewölkt, aber kaum Regen. Frühtemperaturen 5 Grad, Tageshöchstwerte auf 15 Grad ansteigend. So, jetzt wissen wir mehr über Umwelttechnik und die Meinung der Bürger zum sogenannten Rettungsschirm. Neue Infos gibt es morgen. Auf Wiedersehen.